In diesem Video zeigen wir euch, wie wir solch eine Holzverbindung, welche aus einem Schlitz und einem Zapfen besteht, selbst angefertigt haben. Diese wird dann perfekt geeignet sein für Dachkonstruktionen wie zum Beispiel Carports oder Vordächer. Hierbei hat diese Verbindungsart einen riesengroßen Vorteil zu Schrauben und Winkeln, da diese nämlich viel stabiler ist. Dann werden wir jetzt auch anfangen mit dem Zapfen und euch zeigen, wie wir diesen anfertigen. Hierbei wird dieser 6 cm lang, 4 cm breit und 10 cm in der Tiefe. Das überflüssige Holz wird auf 90 Grad abgesägt und dann wird auf der Hirnholzseite der Zapfen auch angezeichnet. Beim Sägen haben wir darauf geachtet, dass wir die Säge nicht verkanten, damit wir einen geraden Zapfen haben. Weiterhin ist auch darauf zu achten, dass wir auf der linken oder rechten Seite des Striches sägen, sodass wir den Zapfen nicht später kleiner gesägt haben und dieser zu luftig im Zapfenloch drin steckt. Die überschüssigen beiden Seiten, welche auch 4 cm betragen, werden nun abgetrennt. Nun wird beim Zapfen auf jeder Seite 1 cm abgeschnitten, sodass dieser nicht mehr 12 cm, sondern nur noch 10 cm beträgt. Dies hat dann später den Vorteil, wenn das Zapfenloch nämlich nicht richtig angefertigt worden ist und das ein bisschen größer geworden ist, man nicht reingucken kann, da es weiterhin noch vom Stiel verdeckt bleibt. Das überschüssige Material wurde dann mit einem Fuchsschwanz ordentlich abgetrennt. Damit der Zapfen sich nachher besser ins Zapfenloch einführen lässt, wurde dieser mit einer Fächerscheibe abgerundet. Bei diesem Arbeitsgang wurden auch gleich die Kanten des Stiels mit angefasst, sodass das Ganze besser ins Gesamtbild reinpasst. Wichtig ist es auch, das Ganze vor dem Zusammenbau zweimal mit einer Holzschutzlasur oder einer anderen Farbe einzustreichen, sodass nämlich, wenn das Holz quellt und schwindet, keine ungestrichenen Bereiche zum Vorschein kommen. Hierbei streichen wir auch noch den Zapfen und das Zapfenloch mit ein, da das Ganze ja nicht schaden kann. Wichtig ist auch beim Auftragen der Lasur darauf zu achten, dass man diese ordentlich ausstreicht, sodass man später keine Laufnasen sieht. Jetzt kommen wir zum Kopfband. Dieses gibt dann der Konstruktion enorm viel Halt, da das Ganze durch diese Dreiecksform eine aussteifende Funktion hat. Hierfür haben wir uns das Ganze trocken auf Böcken erst einmal aufgebaut, ausgerichtet und dann wurde das Kopfband angelegt und angezeichnet. Und somit kann man den richtigen Winkel gut übertragen. Und hierbei wird der Zapfen genau gleich wie bei den Stielen angefertigt. Alle Zapfen und Zapfenlöcher haben ein durchgängiges Loch, wo dann in den nächsten Schritten ein Holznagel durchgetrieben wird. Da zeige ich euch auch nochmal genau, wie man diesen anfertigt. Hierbei beträgt der Durchmesser der Bohrung 2 cm. Hierbei wird dann die Bohrung beim Zapfenloch auf 3 cm gemacht und beim Zapfen auf 2,8 cm. Und durch diese 2 mm Differenz wird sich die Verbindung formschlüssig verschließen beim Reintreiben des Nagels. Die Zapfenlöcher haben wir dann mit einem Kettenstemmer ausgestemmt. Das Ganze kann man natürlich auch per Hand machen mit einem Stecheisen, aber mit einem Kettenstemmer geht das Ganze noch mal ein bisschen schneller und effizienter. Jetzt kommen wir zu den Holznägeln, welche die Verbindung dann formschlüssig verschließen. Diese haben wir selbst angefertigt. Hierfür benutzen wir dann immer Restholzabfälle, welche 2 cm stark sind. Diese werden wir dann nochmal auf 2 cm auftrennen, sodass wir ein quadratisches Stück Holz haben. Das Ganze wird dann auf 16 cm abgelenkt, sodass wir bei einem Stiel von 12 x 12 cm auf jeder Seite 2 cm vom Holznagel sehen. Hierbei wurden dann die Kanten des Holznagels so oft mit einer Fächerscheibe gebrochen, bis diese rund waren. Dabei hat dieser noch eine Spitze bekommen, damit dieser einfacher sich durchs Holz treiben lässt und der Nagelkopf, welcher bis ins Holz mit eingetrieben wird, blieb eckig, sodass der Nagel besseren Halt hat und dann mit der Zeit nicht rausrutschen kann. Und dann konnte das Ganze auch schon zusammengebaut werden. Hierbei haben wir die Stiele mit den Kopfbändern auf dem Boden schon zusammengebaut. Und das Ganze wurde dann, so wie wir hier das gerade sehen, zusammengebaut. Zusätzlich wurde das Ganze von oben mit einer Tellerkopfschraube nochmals gesichert.
Hier findet ihr noch weitere Inhalte auf diesem Kanal, die euch vielleicht bei eurem nächsten Bauvorhaben behilflich sein könnten.